Emerging Markets gehören in jedes Depot. Das hat sich inzwischen herumgesprochen. Dort gibt es kräftiges Wachstum und das begünstigt tendenziell auch die Aktien. Allerdings wird nun immer klarer, auf diese Ländergruppe insgesamt zu setzen, funktioniert nicht mehr so gut wie früher. Man muss schon mehr differenzieren. Herzlich willkommen zu Gewinn mit ETFs, dem Forum der Experten, meine Damen und Herren. Wir nehmen uns die Emerging Markets vor, die ja mit ETFs sehr gut abgedeckt werden, und diskutieren, wo man am besten sich engagieren sollte. Dazu begrüße ich Maria Laura Lanzeni. Sie ist Head of Emerging Markets bei der DB Research. Und weiter geht's mit Heike Fürpass-Peter. Sie leitet den Retail-Vertrieb für Deutschland und Österreich bei Luxor ETF. Frau Lanzeni, wir schauen jetzt als erstes mal auf den MSCI Emerging Markets, der so ein bisschen als der Leitindex für die Ländergruppe gilt. 20 gehören mit dazu. Und wir sehen, nach 2009 gut gestiegen und seitdem ja immer so hin und her, mal rauf, mal runter, eigentlich nicht mehr so richtig schön geradlinig nach oben, was man ja eigentlich normalerweise erwarten würde. Wird das, was man so hier sieht, durch die Makrodaten auch erklärt und gedeckt? Läuft es in den Emerging Markets gar nicht mehr insgesamt so gut? Ich glaube, das ist relativ. Viele Investoren hatten vielleicht so hohe Erwartungen in den Jahren vor der Finanzkrise in der Welt, die globale Finanzkrise. Und ich glaube, seitdem sind die Erwartungen etwas realistischer. Natürlich dazu kommt, dass einige Länder wie in China oder Brasilien, also die BRIC, die größten Emerging Markets, die Konjunktur läuft nicht sehr gut. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Story für die Emerging Markets tendenziell, also mittelfristig, immer noch sehr, sehr gut ist. Ja, das schauen wir uns natürlich noch genauer an. Frau Fürpass-Peter, Sie haben einen Überblick, wie es mit den Flows aussieht oder mit dem Netto-Mittelaufkommen, wie man das so sagt. Es gibt ja eben, wie gesagt, solche Indizes, es gibt auch einzelne Länder. Was können Sie dazu sagen? Was tut sich bei Ihnen? Also generell ist es so, dass Anfang des Jahres wir sehr hohes Interesse an Emerging Markets gesehen haben, auch am breiten MSCI Emerging Markets Index, dass da relativ viele Zuflüsse waren, speziell Januar, aber auch noch Februar. Aber die letzten Wochen und Monate hat sich das eher abgekühlt und teilweise sogar ein bisschen umgedreht. Also wir sehen teilweise Investoren, die eher die Positionen jetzt vielleicht langsam abbauen oder glatt halten, aber nicht wie deutlich aufbauen. Ja, also eher ein bisschen volatil. Wollen wir mal gucken, ob wir das ändern können, indem wir uns das Thema Emerging Markets genauer vornehmen. Wir schauen uns eine Grafik an von der Zeni, die haben Sie uns mitgebracht. Und da haben Sie Ihre Wachstumsprognosen, und zwar gleich bis 2017 für ausgewählte Länder oder Regionen. Und wenn wir da mal gucken, das sieht also ganz klar aus, da ist Asien natürlich oben an, das sind über 8%. Und die anderen, es sieht eher, sagen wir mal, gleichmäßig aus. Also was ist da zu erwarten? Stabil auf hohem Niveau, kann man das so einordnen? Das kann man so sagen. Also Botschaft Nummer eins ist, dass das Wachstum generell niedriger als vor der Finanzkrise. Also die Finanzkrise war ein entscheidender Moment für die Weltwirtschaft, inklusive Emerging Markets. Also wir werden nicht mehr so Wachstumsraten wie vor der Krise um 8, 10%, 12%, sondern eher bescheidener. Aber trotzdem werden die Emerging Markets im Durchschnitt viel höher wachsen als die Industrieländer. Das ist wichtig. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Regionen. Das ist nicht Asien, ist nicht gleich Osteuropa. Ne? Asien bleibt wie vor der Krise die Region mit den höchsten Wachstumsprognosen. Dann kommt Afrika, das ist etwas Neues. Afrika natürlich ist eine kleine Region im Vergleich zu Asien, aber ist die zweit am schnellsten wachsende Region in der Welt. Und das, glauben wir, werden sie fortsetzen. Ja, ich würde also dafür sprechen, Emerging Markets weiterhin hoch zu gewichten. Wie sieht das bei den Kundenportfolios so im Generellen aus, wenn die so gemischte Portfolien haben? Wird da noch viel verändert? Wir hatten ja schon gehört, Flows sind eher ein bisschen volatil, aber im Prinzip ist es dann mal auf hohem Niveau noch. Früher hatte man ja nur so 5% Emerging Markets, heute hat man ja meistens ein bisschen mehr.
Ja, das ist schon mehr. Also was man gesehen hat über die letzten Jahre, ist, dass Emerging Markets wirklich bei den meisten Portfolios ein integraler Bestandteil vom Portfolio ist. Also das ist ganz klar so. Die genauen Gewichtungen unterscheiden sich natürlich extrem zwischen den einzelnen Investoren, auch zwischen den Investoren, wie risikofreudig sie sind, weil natürlich Emerging Markets einfach mit einer höheren Volatilität verbunden sind. Also dementsprechend. Aber wir sehen wirklich, dass der Fokus weiter da ist, das weiter im Portfolio insgesamt zu behalten und auch als wichtigen Baustein des Portfolios anzusehen, sowohl auf der Aktien- als auch mittlerweile auf der Anleihenseite. Wir schauen uns noch mal eine weitere Grafik an und die zeigt uns, wie der Anteil der Emerging Markets oder auch der entwickelten Märkte an der Weltwirtschaft ist. Um ein bisschen salopp zu sagen, das sehen wir jetzt auf dieser Grafik. Und da stellen DM, sind die Developed Markets, also die entwickelten Märkte. Und dann sehen wir die Emerging Markets. Und wenn wir das dann da sehen, dann stellen wir eigentlich fest, das ist ja bei 50%. Und die Emerging Markets sind jetzt erstmals stärker als die entwickelten Märkte. Also spricht das dafür, dass man da tatsächlich von einer weiteren wachsenden Bedeutung ausgehen muss und eventuell natürlich auch sich überlegen muss, ob man die Portfolien anders noch gestaltet? Ich glaube schon, also weil die Emerging Markets sind kein Nisch mehr oder kein exotischer Marktteil mehr, sondern die Hälfte der Weltwirtschaft. Also man muss, wenn man über die Weltwirtschaft spricht, muss man notwendigerweise über die Emerging Markets sprechen, weil sonst vermisst man die Hälfte. Und im Wachstum ist noch stärker, also der Beitrag zu Wachstum ist 75% in den Emerging Markets. Also das ist auch, wenn man wissen möchte, wie viel wächst die Weltwirtschaft, muss man wissen, wie viel die Emerging Markets wachsen. Mhm. Und dann hat man fast die ganze Geschichte erklärt. Ne? Dann würde man sagen, nach Ihrer Grafik da 50%, das wäre das Normale, aber soweit ist es noch nicht. Und Sie haben ja auch sehr viele einzelne Länder. Also wie sieht das damit eigentlich aus? Gibt es da sowas wie auch eine Bewegung, dass die Leute eher bereit sind, die institutionellen Anleger auch sich jetzt einzelne Länder herauszuholen? Oder ist da die Tendenz immer noch so, dass man sagt, Emerging Markets, da ist ein Exposure, das ist 15-20% und dann nehmen wir einen breiten Index und nehmen keine einzelnen Länder. Also BRIC beispielsweise war ja so ein Thema und BRIC läuft nicht mehr so gut. Nee, BRIC ist so, dass wir da natürlich auch die einzelnen Länder anbieten und dementsprechend dadurch, dass wir kein komplettes BRIC-Produkt haben, sondern für jedes Land einen einzelnen Fonds, können sich die Investoren da das selber zusammenstellen und das natürlich auch dann taktisch umschichten, je nach Meinung. Generell, was wir sehen, ist, dass Investoren normalerweise beginnen mit MSCI Emerging Markets, das als eine Basis des Portfolios nehmen, dass wir aber immer mehr Investoren auch sehen, die dann vielleicht einzelne Länder mit den einzelnen ETFs über- oder untergewichten oder taktische Positionen auch einnehmen für einzelne Länder. Und Anthony, da müssen Sie uns jetzt helfen und müssen uns vielleicht sagen, welche Länder unter makroökonomischen Gesichtspunkten die interessantesten sind. Wir haben noch eine weitere Grafik und da haben Sie wieder Ihre Prognosen mit zwei verschiedenen Perioden, vor allen Dingen auch mit dieser Zukunftsperiode bis 2017. Und jetzt muss man natürlich die Autokennzeichen alle kennen. RI steht für die Republik Indonesien. Sind das sowas wie die Favoriten, wo Sie sagen, da ist makroökonomisch in der nächsten Zeit alles relativ gut? Ja, wobei die Länder sind sehr unterschiedlich. Ich glaube, die Botschaft ist da, muss man zwischen den Ländern unterscheiden und Länderkenntnisse haben. Da haben wir eine gemischte Gruppe. Was wichtig ist hier, ist, dass diese Länder sind sehr groß, sind die größten Emerging Markets nach den BRICS. Also das ist einfach nach BIP-Größe, also sind sehr groß und wachsen auch relativ dynamisch. Klar, Indonesien ist nicht gleich Korea, weil die Entwicklungsstadien sind total anders. Und dann kann man nicht erwarten, dass Korea mit 6% jedes Jahr wächst. Das ist illusorisch. Mhm. Es ist ein sehr großes Land. Und dann die Kombination von Wachstum und Größe ist das Interessanteste von einer Makroperspektive. Natürlich, die Märkte sind auch sehr unterschiedlich. Ja, gut, ich meine, wenn wir am Ende Polen haben, ist jetzt sozusagen für Osteuropa stehend. Osteuropa selbst insgesamt, da ist natürlich dann auch Russland mit drin. Aber es sind auch durch solche Länder wie Bulgarien oder wie Rumänien, die natürlich erhebliche Schwierigkeiten haben und die ja nicht zur EU dann auch noch wieder gehören. Also von daher, Differenzierung ist angesagt. Worauf muss man denn generell achten, wenn man jetzt sich mit Emerging Markets und ETFs befasst?
Also da kann man natürlich klar sagen, man muss fundamental erstmal gucken, wie sieht es aus. Man muss gucken, wenn es verschiedene Indizes gibt, welchen Index wählt man. Genau, welchen Index wählt man? Repräsentiert der wirklich das Land oder die Region, in die man investieren möchte? Ein wichtiger Punkt ist hier auch noch das Währungsrisiko. Glaubt man nur an den Aktienmarkt oder glaubt man auch an die Währung des jeweiligen Landes? Mhm. Das sind so Punkte. Und dann natürlich die Liquidität, weil gerade Emerging Markets sind natürlich etwas weniger liquide, etwas weniger handelbar als jetzt die herkömmlichen Standardmärkte, und damit ist man dann natürlich auch mit leicht höheren Geldbriefspannen konfrontiert. Das hieß ja also, wenn man Emerging Markets ETFs ordert, sollte man limitiert ordern, um nicht vielleicht mal an bestimmten Tagen böse erwischt zu werden. Genau, und dann ist natürlich auch noch ein anderer Punkt, dass es unterschiedliche Zeitzonen sind zur mitteleuropäischen. Generell kann man so als Bullpark-Figure sagen, dass man den lateinamerikanischen Markt am besten nachmittags handelt, dann wenn die Märkte offen sind in den USA, und der asiatische Markt tendenziell bessere Spreads am Morgen aufweist. Ja. Also das sind so die Rule of Thumb, die man da anwenden kann. Die dann alle früh aufstehen. Nochmal ganz kurz zum Währungsrisiko. Tendenziell gab es ja in letzter Zeit durchaus Aufwertungstendenzen gegenüber dem Euro. Sehen Sie also, dass die Emerging Markets eher stabiler werden in ihren Währungen verglichen mit früher? Das ist schwierig zu sagen. Also in dem Moment erleben wir einen Moment, wo die Währungen in den Emerging Markets sehr volatil sind. Wie es vielleicht so kurzfristig so bleiben bis Ende des Jahres, sehen wir so in der Deutschen Bank. Tendenziell, mittelfristig, soll diese Convergence Play, in dem diese Währungen in den Entwicklungsländern und Emerging Markets tendenziell nach einer Aufwertung, in Richtung Aufwertung gehen sollten. Mhm. Weil diese Länder sind reicher etc., wachsen schneller. Das spricht für eine Aufwertung. Aber das ist mittelfristige Tendenz im Durchschnitt. Aber konjunkturell jetzt ist es sehr volatil. Ja, könnte ja sein, dass die Krise im Euroland schnell vorbei ist und alles gelöst wird. Das werden wir natürlich den Euro stärken. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also die Botschaft ist klar, Emerging Markets sind wichtig, Emerging Markets bleiben wichtig. Und sie werden tendenziell auch wichtiger, was den Anteil an der Weltwirtschaft betrifft. Entsprechend sollte man in den Portfolien Emerging Markets auch weiterhin stärken und stärker vielleicht sogar auf einzelne Länder setzen. Da muss man allerdings sich entsprechend auch genau informieren. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.